Diese Menschen sind unfassbar. Flugverbotslisten? Was haben sie nur aus diesem Ort gemacht? Ah, ich glaube, das ist es hier, oder? Ich habe ihr Gespräch mitbekommen. Probleme? Das ist eine Privatsache. Geben Sie mir eine Chance. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich wüsste nicht, warum Sie das tun sollten. Seit Ihre Spezies einen Sitz im Rat hat, ist der Zoll von C-Sicherheit fest in Ihrer Hand. Es gibt hunderte neuer Sicherheitsüberprüfungen und Reisebeschränkungen. Wir wurden als potenzielles Risiko für eine Geth-Infiltration eingestuft. Und deshalb dürfen wir kein Schiff besteigen, das uns zurück ins Asari-Gebiet bringt. Warum sollten Sie ein Risiko sein? Sie sind offensichtlich keine Geth. Keine Ahnung. Sie haben es uns nicht gesagt. Wir sind aus irgendeinem Grund auf irgendeine Liste gekommen. Und mehr sagen Sie nicht. Denn das ist streng geheim. Wer lässt Sie nicht an Bord eines Schiffes? Ich weiß nicht, wer die Sache beschlossen hat. Irgend so ein Bürokrat am Shuttlehafen hat es uns gesagt. Vor der Station von C-Sicherheit. Ich sehe mal, ob ich das regeln kann. Ich mache mir keine Hoffnungen. Gut, schauen wir mal. Mit dem Zoll reden. Mit der Zollbeamtin von C-Sicherheit am Shuttle reden. Naja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll, wie sich C-Sicherheit entwickelt hat. Seit die Menschen dann hier das Sagen haben. Weil die doch ein bisschen komisch geworden sind, C-Sicherheit. Allerdings, natürlich hat, ich habe seinen Namen vergessen, der Captain hier, hat ja auch gesagt, das ist ja nicht die C-Sicherheit, die oben im Präsidium war, sondern das ist hier die C-Sicherheit, wie sie in den... Sie müssen auf das nächste Shuttle warten. Wie sie in den Bezirken halt arbeitet. Und da ist es halt ein bisschen dreckiger als oben. Ich hatte gedacht, es wäre vielleicht nett, zurückzukehren und zu sehen, was sich alles verändert hat. Aber es ist genau wie früher. Schmutzige Straßen, skrupellose Aasgeier, Gefängnisse mit Drehtüren. Hier für Sicherheit zu sorgen, ist ein Scheißjob. Genau deshalb bin ich auch gegangen. Okay, es ist tatsächlich alles wie früher. Siehst du mal. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Ich habe mit einigen Asari gesprochen. Sie dürfen die Station nicht verlassen, aber der Grund dafür wurde Ihnen nicht genannt. Können Sie mir da helfen? Es tut mir leid, Sir, aber alle Informationen über die Sicherheit der Station sind geheim. Wir können keine Infiltration durch die Geth riskieren. Die Auskunft, warum jemand auf der Beobachtungsliste steht, könnte die Sicherheit von Undercover-Agenten der C-Sicherheit gefährden. Haben Sie mit ihnen gesprochen? Sehen so etwa Agenten der Geth aus? Nein, aber man kann ja nie wissen. Hören Sie, Miss, ich habe hunderte von Geth bekämpft. Ich kann Ihnen versichern, dass die beiden keine Infiltratoren der Geth sind. Dass sie keine Taschenlampenköpfe haben, hat mir das verraten. Ich behaupte ja nicht, dass die Regeln sinnvoll sind, aber ich muss sie nun mal durchsetzen. Ich bekomme keine Freigabe für Sie, aber ich kann Ihren Fall zur Überprüfung vormerken. Dann können Sie bis auf Weiteres reisen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Alles okay. Danke für Ihre Hilfe. Der Nächste. Okay, wunderbar. Dann reden wir mal mit Kalara. Ich fand die Argumentation von Shepard super. Dass sie keine Taschenlampenköpfe haben, hat mir das verraten. Es ging ja auch nicht darum, dass sie Geth sind, sondern dass sie mit Geth zusammenarbeiten. Was natürlich eigentlich Unsinn ist, weil wir mehr über die Geth wissen, als dass die Leute hier tun. Aber naja. Und? Gute Neuigkeiten. Ich habe sie überredet, sie gehen zu lassen. Sie haben was? Wie haben Sie das angestellt? Ich habe Ihnen erklärt, wo der Haken an Ihren Methoden ist. Ich habe schon viele Geth bekämpft. Das haben nur wenige. Wie unerwartet. Wir sollten uns fertig machen. Vielleicht geht morgen das nächste Schiff nach Tessia. Okay, noch ein paar Erfahrungspunkte und noch ein paar Vorbildpunkte abgeräumt. Wunderschön. So, haben wir die IDs hier doch nicht gebraucht. Dann gehe ich nochmal ganz kurz auf der Etage oben drüber schauen, ob es da vielleicht irgendwie passt. Glaubst du, man kann irgendwo an Bord einen Fisch kopfen? Ja. Lebende Tiere werden auf der Citadel nicht gern gesehen. Verschwendung von Lebenserhaltungskapazitäten, sagen sie. Aber es geht. Ich kann nicht glauben, dass es da oben keine Fische gibt. Das ist bestimmt nicht... Ich bin Commander Shepard und ja. Das ist mein Lieblingsgeschäft. Er will dich wahrhaben. Und hier haben wir auch die Fische, siehst du mal. Habe ich nicht schon welche in meinem Aquarium? Na gut, egal. Holen wir noch ein paar dazu und natürlich auch gern das Modell der Sovereign. Warum nicht? So, vielleicht sollte man ihnen das mal sagen, dass 10 Meter von ihnen entfernt Fische zu kaufen sind. Egal. Ist nicht mein Problem. Wir haben denen schon genug geholfen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob hier oben nicht vielleicht irgendwer eine ID braucht. Ich weiß zwar nicht wer, aber kann ja sein. Jemand hier drin? Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Okay, aber hier können wir noch mal ein bisschen Geld ausgeben.
Zumindest den Präzisionsgewehrschaden will ich nochmal erhöhen. Ja, Ausrüstung, scheiß jetzt drauf. Ich bin immer noch dafür, den Lusans beizutreten. Die bezahlen mit Sicherheit auch die Auto. Okay. Die Asari Hanar Pornospiele, die man in Shin Akiba kaufen kann, sind echt eklig. Asari Hanar Pornospiele, das klingt schon, als ob es nur eklig sein kann. Vor allen Dingen, wieso spielt ein Salarianer sowas? Die haben da nicht mal den Geschlechtstrieb. Okay. Sieht nicht so aus, als ob wir hier irgendjemanden eine ID geben können. Dann gehen wir wieder zur Normandie zurück, würde ich sagen. Hat ja keinen Sinn, hier noch lange rumzurennen. Damit dürften wir die Citadel in diesem Spiel so gut wie abgehackt haben, würde ich denken. Aber auch zurück. Und dann sollten wir jetzt wohl mal Jacob helfen, denke ich. Gut, also haben wir jetzt nur noch Jacob vor uns und Said. Said müsste relativ schnell gehen. Ich glaube, das ist nicht ganz so lang wie die Quests für die normalen Truppmitglieder. Ich hoffe es zumindest. Ich habe zumindest keinen Bock, großartig mit Said rumzukämpfen. So, aber wir schauen nochmal ganz kurz in den Nachrichten. Klar gibt's da was. Es könnte auch Ihnen passieren. Von Elkos Mailverteiler. Ein Drell lag im Ozean, im Sterben. Er hatte das Kepra-Symptom. Syndrom. Und da war dieser Traum. Die Entflammten kamen zu ihm und zeichneten den Verlauf seines Lebens nach. Der Drell sah die Irrungen und Wirrungen und manchmal schwammen die Entflammten an seiner Seite und ihre Gliedmaßen wirbelten das Wasser auf. Manchmal war er auch allein. Der Drell sah, dass die einsamen Momente die schwersten in seinem Leben waren. Er fragte die Entflammten, warum wurde dieser verlassen? Das Licht der Entflammten leuchtete hell und sie antworteten, du wurdest niemals verlassen. In den schweren Zeiten deines Lebens waren es unsere Körper, die dich durch das Wasser getragen haben. Der Drell erwachte und sah, dass sein Kepra-Syndrom geheilt war. Wenn sie dem Licht der Entflammten folgen, kann ihnen das auch zuteil werden. Wo die Entflammten hingehen, dorthin werden wir ihnen folgen. Und wo ihr Licht zur Sonne wird, werden wir die Sterne sein. Leiten Sie diese Nachricht an 6 Wesen aus Ihrer Bekanntschaft weiter, dann wird sich Ihr größter Wunsch erfüllen. Schön, noch eine Kettenmail von einem Hanar höchstwahrscheinlich. Ein Traum. Betrifft RE Keeper von Korban. Ach, Korban, siehst du mal. Hoffentlich gilt diese Adresse noch. Ich habe Ihnen Informationen über die Keeper versprochen, sofern ich welche finde, und das hier ist wirklich wichtig. Erinnern Sie sich an die Scans, die Sie gemacht haben? Sie beweisen, dass die Keeper biotechnisch hergestellt wurden. Und aufgrund meiner Vergleiche mit Teilen von Sarens Flaggschiff Sovereign muss das vor Millionen von Jahren geschehen sein. Sovereign und Keeper wurden von den gleichen Wesen hergestellt. Sie verstehen die Bedeutung dieser Erkenntnis vielleicht nicht sofort. Aber daraus folgt, dass die Citadel gar nicht das Werk der Porteaner ist. Nein, wirklich? Sie könnte von viel älteren Wesen erbaut worden sein und die Keeper waren deren organische Wachen. Und noch etwas. Laut meinen genetischen Werten sollen sie auf etwas reagieren. Ein Signal oder so. Und zwar alle 50.000 Jahre. Genetische Varianten sind nämlich durchaus messbar. Messbar. Varianten? Nicht Varianzen vielleicht? Na egal. Es ist ungefähr so, als wenn man an den Ringen eines Baumes abliest, welche Jahre besonders trocken waren. Wer das auch immer war. Naja, das letzte Mal, als das Signal gesendet wurde, war ungefähr zu der Zeit, als die Proteaner verschwanden. Und in nächster Zukunft müsste es wieder soweit sein. Wenn die alte Tech noch funktioniert, könnten da einige unangenehme Überraschungen auf uns warten. Ich dachte nur, dass sie das vielleicht interessiert. Hier auf der Citadel will mir nämlich niemand zuhören. Korban. Ja, letztendlich hat er jetzt auf dem Scan-Wege herausgefunden, was wir durch die Proteaner-VIs erfahren haben. Beziehungsweise nicht ganz so viel, aber zumindest ein bisschen davon. Aber es ist schön, dass es auch andere gibt, die sich noch dafür interessieren und feststellen, oh shit, da liegt was im Argen. Auch wenn natürlich die ganze Technik da bei den Keepern jetzt nicht mehr funktioniert. Das haben wir ja im ersten Teil schon sichergestellt, dass da nicht mehr das Massenportal geöffnet werden kann. Von Cerberus Geheimdienst, Commander Shepard, Update über die Anlage auf Praga übrigens, Commander Shepard. Wir kontaktieren Sie auf Anweisung des Unbekannten. Sie sollen wissen, dass er vor der Revolte die Einstellung des Projekts Subject Zero befohlen hatte. Als Mitarbeiter von Cerberus eintrafen, waren alle Wachen und die meisten Subjekte tot. Alle überlebenden Kinder wurden medizinisch behandelt, erhielten milde Amnesiemittel und wurden als Überlebende von Angriffen durch Sklavenhändler verschiedenen Allianzeinrichtungen übergeben.
Die wenigen überlebenden Ärzte wurden aufgrund ihres Verhaltens während des Projekts zwangsverrentet. Okay, naja, zwangsverrentet, ich vermute eher, dass sie getötet wurden. Gemäß ihrem Bericht wurde die Anlage auf Praga zerstört. So sieht's aus. Diese Rechtfertigungen immer. Update über den Jungen von Captain Bailey, C-Sicherheit. Hey Shepard, wollte Ihnen nur mitteilen, dass es dem Drell-Jungen gut geht. Rechtlich ist alles geklärt und er arbeitet jetzt für mich. Er hilft mir mit dem Abschaum in den Bezirken, damit das Leben für Jungs wie Maus irgendwann mal besser wird. Sicher nicht perfekt, aber was ist schon perfekt? Keine Ahnung, ob ihr Drell und Miner miteinander reden. Ich habe ihm gesagt, dass das Leben zum Schweigen zu kurz ist, aber ich weiß nicht, ob das bei ihm angekommen ist. Viel Glück weiterhin. Bailey. Ihr Drell und Miner, das klingt, als ob das Haustiere wären. Na gut, wir gehen nochmal ganz kurz hier erforschen. Ach. Ich habe kürzlich Said getroffen. Sehr eigenwilliger Typ. Dafür, dass er so viel Gewalt und Zerstörung gesehen hat, ist er erstaunlich ausgeglichen. Trotzdem, allein möchte ich mit ihm nicht sein. Oh, wie verrückt. Auch immer. Was gibt's? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Verrückt, dass die das mal sagt. So, mit der wollte ich aber auch eigentlich gar nicht reden. Ich wollte eigentlich zum Forschungsterminal. So, da haben wir doch bestimmt wieder ein bisschen was, was wir freischalten können. Natürlich. Erstmal den Präzisionsgewehrschaden. Dann Kopfschussschaden. Ich wollte gerade schon sagen, das ist irgendwie komisch. Gut, den Kopfschussschaden erhöhen wir gern. Und dann noch Panzerbrechung. Okay. Damit sollte bei den Waffen-Upgrades alles durch sein, was wir jetzt machen können. Panzerung. Können wir jetzt den biotischen erhöhen? Volle Kanne? Das ist gut. Das ist richtig gut. Und die Schilde auch noch ein bisschen härten. So, damit haben wir alle Panzerungs-Upgrades, die wir jeweils gefunden haben, jetzt auch durchgeführt. Kanone Phoenix. Ich glaube, die können wir jetzt machen, weil wir Garrus geholfen haben. Waffen-Upgrade der Normandy. Die von den Turianern entwickelte magnetisch-hydrodynamische Kanone Phoenix wurde auf der Normandy installiert. Sie ist stark genug, um durch mehrere Treffer auch ein Schiff der Kollektoren zu zerstören. Sehr gut. Rein damit. Kostet noch nicht mal allzu viel. Und wisst ihr was? Weil ich so viel Platin habe, gönne ich mir auch mal das Krankenstations-Upgrade. Warum nicht? So, da ist es weg. Prototypen, fortgeschrittenes Training, Kräfte neu ausbilden. Hier, Subject Zero, biotischer Schaden, den erhöhen wir mal. Okay, damit haben wir jetzt alles gemacht, was wir können. Und dann sollten wir zu dem Planeten aufbrechen, der uns zur Loyalitätsmission von Jacob schickt. So, einmal ins Massenportal. Und das war irgendwo hier drüben, ne? Hier oben, Jacob. Genau, im Rosettennebel. So, machen wir erstmal die ganzen Gefälligkeitsmissionen fertig und dann werden wir nochmal mit den ganzen Crewmitgliedern reden. Hier drüben, Alpha Draconis, genau da wollen wir hin. Wunderbar. Und da ist unser Planet, der hat noch nicht mal einen vernünftigen Namen, er heißt nur 2175A. Ich habe eine Anomalie geortet. Oh, tatsächlich. Dort ist etwas, hätte ich gar nicht gedacht. Dieser abgelegene Planet, benannt nach einer Asari-Wissenschaftlerin, war anscheinend auf der Liste mit verbotenen Massenportalen, die in unerforschte Gebiete führen. Die wenigen verfügbaren Daten stammen von einer Sonde, die im Vorbeiflug von zwei Planeten berichtet hat, die einen weißen Zwerg umkreisen. Ihre eigenen Scans liefern weitaus interessantere Ergebnisse. Der Planet befindet sich innerhalb der Lebenszone des Sterns. Er verfügt über Ozeane mit Flüssigwasser und eine dünne Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre, die zu dem dortigen Pflanzenleben auf Kohlenstoffbasis passt. Es könnte sich um eine noch unerforschte Gartenwelt handeln. Möglicherweise. So, ich scanne jetzt mal nicht auf die Rohstoffe, sondern ich suche mal direkt nach unserem, Anomalie-Dingens. Und dort gibt's auch richtig schön viel E-Zero, ne? Sehr schön. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Okay, dann würde ich sagen, landen wir mal. Was hast du denn gefunden? Steht gar nicht mit da. Okay. Auf! Wir sind gespannt. Irgendwie ist ja der Kontakt zu dem Schiff abgebrochen und 10 Jahre später jetzt kommt auf einmal ein Hilferuf. Das war die Ausgangssituation für Jacobs Lage, für seine Zwickmühle, in der er war und die ihn beschäftigt. Und dann wollen wir doch mal schauen, was es denn damit auf sich hat. So, bei Garrus, ist die auch kaputt, die neue Rüstung? Sehr interessant. Okay, Jacob hat Biotik.
Ich glaube, dann nehme ich mal Garrus mit. Na klar, warum nicht? Auf geht's. Bei den Punkten hat sich nichts getan. Aber bei Jacob müssen wir natürlich ein bisschen was ausgeben mal mittlerweile. Oh, das ist aber gut, dass der sowohl Biotik als auch die Brandmuni hat. So, gehen wir mal auf das Zugfeld. Und dann werde ich mal die Brandmuni ein bisschen verstärken. Was haben wir jetzt? Okay, können wir hier noch einmal drauf gehen. Und bei Cerberus Agent. Ah, okay, reicht doch nicht mehr. Ich Idiot. Naja, was soll's. Kann ich ja noch? Nö, wollte ich mir ersparen. So, checken wir nochmal kurz ab. Da könnten wir noch eine andere Pistole reindrücken in die Hand. Hier, die Phalanx, bitte. So, Garrus, okay. Ich möchte noch kurz die Waffe hier wieder wechseln. Der Kryostrahler, die Kryokanone war gut. Aber ich muss sagen, der Partikelstrahler gefällt mir einfach besser. Und damit können wir uns aufmachen. Das sieht nach einem Schiffswrack aus. Und einer sehr idyllischen Welt. Sind die etwa auf einem Paradies gelandet? Hm? Ich habe das Schiff gescannt. Ich registriere keine Lebenszeichen, aber es könnten sich dort noch nützliche Technologien oder Informationen befinden. Wollen wir mal schauen. Selbst wenn niemand mehr hier ist. Größtenteils noch intakt. Sie könnten den Aufprall überlebt haben. Aber es ist Jahre her. Selbst wenn niemand mehr hier ist, wir sehen schon... Sieht aus, als wäre es nach dem Absturz verlassen worden. Sie hätten sonst versucht, so schnell wie möglich einen Sender aufzustellen. Darf ich auch was sagen? Wir sehen schon, davon steht eine VI rum. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall Informationen erhalten, was denn überhaupt damals passiert ist. Wie es zu dem Absturz gekommen ist. Und vielleicht auch... Warum der Notruf jetzt erst 10 Jahre später mit etwas Verzögerung gestartet wurde. Nicht so weitermachen. Wir haben der Crew schreckliche Dinge angetan. In ihrem Zustand begreifen sie nicht mal mehr, was wir ihnen antun. Wenn man sie 2 Sekunden ablenkt, vergessen sie, was ihnen angetan wurde, noch bevor man die Krüsse sieht. Das muss aufhören. Ich werde mit den anderen reden. Okay. Also irgendwas scheint mit ein paar Crewmitgliedern passiert zu sein, dass sie gar nichts mehr merken. Klingt ja nicht so gut, würde ich sagen, ne? Sie hat sogar damit gedroht, mich zu melden, wenn ich sie nicht umgebracht habe. Und jetzt ist ihnen das Sicherheit. Wie alle anderen auch. Und dieser Blick. Jetzt ist es sicher kein Problem mehr. Und warum auch nicht? So, das schauen wir uns gleich nochmal an. Man hat es leider schlechter verstanden, als ich gehofft hatte. Deswegen werde ich mir das gleich nochmal anschauen, weil ohne Untertitel ist dann doch ein bisschen blöd zu verstehen war. Sie hat sogar damit gedroht, mich zu melden, wenn ich sie nicht umgebracht habe. Und jetzt ist sie unschuldig. Wie alle anderen auch. Und dieser Blick. Jetzt ist es sicher kein Problem mehr. Und warum auch nicht? Wir sitzen ohne Hilfe. Das heißt, irgendjemand von den Crewmitgliedern, eine Frau, die immer von ihm abgewiesen wurde, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, hat auch wahrscheinlich irgendeinen Nervenschaden davon getragen und hat nichts mehr gemerkt und wurde dann von ihm vergewaltigt. Verstehe ich das richtig? Wie hieß sie doch gleich? Sarah? Suzanne? Mein Gott, ich kann mich nicht erinnern. Nicht mal an ihr Gesicht. Wir müssen hier weg, damit ich mich erinnern kann, wieder klar denken kann. Sie müssen sich beeilen. Okay, also scheinen ja alle nach und nach ihr Gedächtnis verloren zu haben und es wurde immer schlimmer. Das muss auch traurig sein. Ich habe das, glaube ich, schon mal an anderer Stelle mit erwähnt, dass wenn man das sogar mitbekommt, dass man immer mehr abbaut und dass es nicht besser wird. Absturz ist ein ordnungsgemäßer Ablauf, nicht wahr? Das ist kein militärisches Schiff. Die Befehlskette einfach eine Stufe nach oben. Verschieben ist keine Lösung. Captain Fairchild kannte seine Crew. Seinem Ersatz wird nicht der gleiche Respekt entgegengebracht. Ich hoffe ja, dass der Mann das Zeug dazu hat, aber ich bezweifle es. Okay, also wir hören schon, der Captain, der scheint getötet worden zu sein beim Absturz. Jemand anders hat also das Zepter übernommen. Wiederhole, Giftalarm.
Es droht rascher neuraler Verfall. Hiesige Flora inkompatibel mit menschlicher Physiologie. Sender übernommen und wieder aktiviert. Signalpause betrug 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. Und da haben wir es gehört, die Flora ist schuld, dass ein neuraler Verfall stattfindet. Das heißt, der Geist nach und nach den Geist aufgibt. So wie es aussieht, steht der Sender hier schon eine Weile. Warum sollte jemand Jahre warten, um ein Signal zu senden? Pause im Senderprotokoll beträgt 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. Pause gespeichert als Daten gelöscht durch den amtierenden Captain Ronald Taylor. Das stimmt nicht. Mein Vater war erst Offizier. Ronald Taylor wurde in Anwendung der Notfallbefehlsprotokolle befördert. Weitere entdeckte Probleme? Unsicheres Abbremsen, einheimische Nahrungsmittel und neuraler Verfall. Protokolle zur Senderaktivierung. Wer hat das Kommando über das Schiff? Wo sind die Überlebenden? Captain Harris Fairchild wurde bei unplanmäßigem suborbitalen Sinkflug getötet. Der erste Offizier Ronald Taylor wurde daraufhin zum amtierenden Captain befördert. Aber wo ist er jetzt? Der Aufenthaltsort der verbliebenen Crew der Hugo Gernsback ist unbekannt. Bei diesem Sender wurden bereits mehrere Wartungszyklen versäumt. Ich nehme an, unsicheres Abbremsen meint den Absturz. Details bitte. Nach einem unspezifizierten Einschlag und dem daraus resultierenden Ausfall des Unterlichtgeschwindigkeitsantriebs führte die Hugo Gernsback einen unplanmäßigen Sinkflug durch. Mit 465% der theoretisch empfohlenen suborbitalen Geschwindigkeit. Danach bremste die Hugo Gernsback mit 782% der theoretisch empfohlenen Landegeschwindigkeit ab, was zu schweren Schäden an Material und Crew führte. Die hiesigen Lebensmittel beeinflussen die Gehirnfunktion? Zu welchen Effekten führt das? Die Schädigung der Gehirnfunktion aufgrund eines chemischen Ungleichgewichts beginnt nach 7 Tagen der Aufnahme von lokaler Flora als Nahrungsmittel. Unabhängig von Dekontamination oder Zubereitungsmethode. Der Einfluss auf höhere kognitive Prozesse und das Langzeitgedächtnis ist kumulativ und etwa nach einem Monat signifikant. Es ist nicht bekannt, ob der neurale Verfall permanent ist. Diesbezügliche Datensammlung wurde nicht abgeschlossen. Warum wurde der Sender bisher nicht aktiviert? Der Notfallsender wurde 358 Tage und 12 Stunden nach dem unplanmäßigen suborbitalen Sinkflug der Hugo Gernsback betriebsbereit. Die Aktivierung erfolgte per Fernsteuerung, 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden später. Auf Befehl des amtierenden Captains Ronald Taylor. Pause im Senderprotokoll gespeichert als Daten gelöscht. Kommen Sie, gehen wir. Mein Vater hatte einen funktionierenden Sender und hat fast 9 Jahre kein Signal abgeschickt. Vielleicht ist der neurale Verfall der Grund dafür. Muss wohl nach so langer Zeit. Vielleicht, wir werden es sehen. Auf jeden Fall fand ich sehr schön, wie er das beschrieben hat, mit der Abbremsung. Sie sind gekommen? Vom Himmel? Der Anführer hat gesagt, dass jemand kommen würde. Es hat lange gedauert, aber er hat noch immer Macht. Einige haben den Glauben verloren. Die Jäger, sie haben ihren Stern mit Sicherheit gesehen. Sie werden nicht zulassen, dass sie ihm helfen. Wovon reden Sie da? Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht mehr, wie man das ausdrückt. Er ist unser Anführer und wir dienen ihm, damit wir nach Hause können. Aber manche wollen ihn bekämpfen. Sie wurden verstoßen. Er hat sie verstoßen. Deshalb jagen sie seine Maschinen und alle, die ihm helfen. Sie glauben nicht, dass... Vorsicht! Jäger, Sie werden erst aufhören, wenn der Anführer nicht mehr ist. Umlegen, Handlanger des Lügners! Er wird nicht entkommen! Es sind offenbar nicht die hellsten Leuchten im Ständer. Aber gut, was willst du erwarten, wenn wir die ganze Zeit dem neuralen Verfall ausgesetzt sind, ist klar. So, es gibt also noch mehr als genug Überlebende, wie es scheint. Aber die sind alle ein bisschen mischugge, sage ich mal. So. So, was will denn hier vor? Garrus, warum rennst du so weit vor? Ich weiß es nicht. Was hast du davon, Garrus? Jetzt liegst du am Boden und bist hinüber. Das hast du ja super gemacht. Okay. Gibt's noch einen? Ah ja, tatsächlich. Gab. Gut. Alle tot? Nein.
War nicht. So, wieso kann ich bei Garrus ja eigentlich was auswählen? Der ist doch platt. Komm nur rüber! Oh, wirklich? So. Haben wir's jetzt? Das war kein neuraler Verfall, sondern galoppierender Wahnsinn. Mein Vater würde so etwas niemals zulassen. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Sie haben sie getötet, aber jeden Tag kommen mehr von ihnen. Sie wollen kämpfen, aber ich will nur nach Hause. Sie hat den Verstand verloren. Wir müssen jemanden finden, der das alles erklären kann. Na, dann würde ich vorschlagen, sollten wir uns mal beeilen, in die Richtung da drüben zu kommen. Gut, also solange es bloß die sind, ist es ja nicht das Problem. Die sind ein bisschen hirnlos und auch nicht großartig ausgerüstet jetzt mit irgendwelchen tollen Waffen oder Panzerungen, aber wir sehen schon, hier liegen auch Mechs rum. Komplett ausgeschlachtet. Die Tech gibt langsam den Geist auf. Die Jäger setzen ihn wirklich unter Druck. Ist das eine Ansiedlung? Hoffentlich freundlicher als die Gruppe am Strand. Ich brauche Antworten.